Moin, ja, ich habe mir ein K-Lite besorgt von Rolei, Amazon, 34 Euro. Und ich dachte, ja, komm, lass uns das Ding mal aufschniebeln und gucken, was drin ist. Und ich dachte, ja, wenn schon, denn schon, dann nehme ich euch gleich mit, falls ihr euch selber mal so eins besorgen wollt, weil ich habe im Moment nur mein Ringlicht. Ja, weiß ich nicht. Mittlerweile gefällt mir das auch gar nicht mehr so gut. Deswegen habe ich gedacht, wir brauchen mal was Neues. Hier ist das Panel drin. Alles noch eingepackt hier. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Na, komm. Und ich denke, dass von der Größe her reicht das vollkommen. Ist so groß hier. Ist extra noch mit heller, dunkler, an-aus. Modus. Was mir ganz wichtig war, ich wollte das gerne bei mir hier hinstellen. Ich halte da ja nichts von, wenn du so einen riesen Ständer hinter deinem euren Schreibtisch hast. Da habe ich gedacht, ich hätte gerne eins mit Standfuß. Dieses hat nämlich einen Standfuß. Sieht auch sehr wertig aus, muss ich sagen. Also ich bin ja selber Handwerker. Von daher, ach, das ist hier der Drehknopf zum, um das zu verschieben. Ah, man kann den so ausfahren. Das ist aber eine große Größe. Wenn das mein Schreibtisch ist, also ist schon ein bisschen was. So hoch brauche ich es gar nicht tatsächlich. Aber das geht ist auch sehr fest, muss ich sagen. Also das hält. Also wie gesagt, sehr wertig und für 34 Euro. Ich habe erst die ganze Zeit bei Temu und sowas geguckt, weil ich dachte, komm, vielleicht gibt es da irgendwie eine günstige Alternative. Boah, diese, und mit Standfuß. Schon. Also wenn ich das hier, vielleicht hört ihr das. Und mit Gummi. Also das scheint schon sehr wertig zu sein. Ich mach, ja, da sind wir. Exakt 15 Tage später. Ich dachte, ich mache euch mal so nach so 2 Wochen nochmal ein Video, was ich von dem Ganzen halte. Ich zeige euch gleich auch nochmal ein Bild, wie es komplett aussieht, wie ich es aufgebaut habe hier. Ja, das ist eigentlich so das Bild. Ich meine, ich kann jetzt das andere Licht mal ausmachen, weil ich bin blöd gewesen und ich habe nur eins bestellt und das steht da an der Ecke. Ich hätte noch ein zweites mir holen sollen und das ist für die andere Ecke. Ja, das ist das Licht tatsächlich. Das ist die kleinste Stufe. Ich glaube sogar mittlerste Stufe. Warte, ich mach mal auf geringste Stufe. Das gibt nämlich ein Problem, das zeige ich euch gleich. So, das ist die kleinste Stufe. Und jetzt kommt noch mal die hellste Stufe. So, und das ist nämlich die hellste Stufe. Und das ist nämlich das Problem, ich habe nur eins. Da hätte auch noch eins hingemusst. Wirklich. Aber ich habe ja hier mein großes Licht. Von daher, ja, oh Gott, das ist das viel zu hell. Ne, von daher passt das schon halbwegs. Na, aber ich werde mir noch mal ein zweites zulegen. Ja, willkommen mal auf der anderen Seite. Da ist das gute Stück. Ich habe mich tatsächlich komplett versehen. Also die Taste, da steht Modell drauf, aber nicht Modus. Das ist jetzt gerade die kleinste Stufe tatsächlich. Man kann es nur ein- und ausschalten, was auch tatsächlich ein großes Manko ist bei dem Teil hier, dass das Kabel so kurz ist. Bei dem Ringlicht habe ich das gehabt, dass das Kabel bis fast zum Schreibtisch reichte. Das ist echt ein großes Manko tatsächlich. Was man hier mehr auf dieses Modell machen kann, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Also man kann es ein- und ausschalten und wenn ich das zweite Mal drücke, passiert glaube ich ein bisschen was mit dem Licht. Aber sonst gute Frage. Man kann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal höher stellen. Das ist jetzt die höchste Stufe tatsächlich. Ich habe es eigentlich auch fast ganz klein. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass ich nicht noch ein zweites für hier bestellt habe. Zum Ende hin kann man schon sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Licht. Es ist komplett ausreichend für 34 Euro. Ist das, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir noch ein zweites, also noch zwei bestelle, damit ich das Ringlicht rausschmeißen kann, weil genau da
jetzt meine Kamera noch mit dran ist. Außer vielleicht schreibt mir es in die Kommentare, wenn ihr irgendwie eine geile Möglichkeit habt, die Kamera da aufzustellen. Vielleicht auch mit dem Standfuß oder an den Schreibtisch irgendwie befestigt. Wie gesagt, Fazit ist, muss man ganz ehrlich sagen, es ist ein gutes Licht. Das einzige Problem, was es wirklich hat, ist, dass das Kabel so kurz ist. Und wenn ich mein, ich habe das am PC angesteckt, wenn ich meinen PC anmache, geht trotzdem nicht das Licht an. Vielleicht geht das über Modell, ne? Ich habe das irgendwie bewusst noch nicht ausprobiert, aber ich habe es jetzt 14 Tage so benutzt, 15 Tage sogar. Und ich bin da relativ zufrieden mit. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mir noch eins kaufen. Und ja, vielleicht hat euch das geholfen. Mein Video hier, ich dachte, komm, wenn ich das Ding bestelle, ne, vielleicht kann ich da jemandem weiterhelfen. Wenn ihr Bock habt, irgendwann mal mitzuzocken, ne, auf Twitch, ich bin eigentlich fast jeden Tag online. Ich würde mich sehr gerne freuen, wenn ihr mal reinschaltet. Und bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, haut rein, ciao.